Jo, von der Kammer, neuer Siege hat gerade angefangen gegen W-Park 060, keine Ahnung, und Sinfully Deep. Ja. Sinfully Deep OP, glaube ich. So, was haben wir da? Okay. Chandra Maya. Okay, Carlos, warte. Oh, gerade. Was haben wir da? Kiki. Okay. Hätte ich auch gern Chandra Secret Fermion. Okay, irgendwie random. Umhan. Und Ming Monte. Clara Fischi. Ja, keine Ahnung. Egal. Na gut, starten wir hier. Manon, Perna und Eladrill. Ja, Gemini, Kali, Lia. Wir brauchen halt Defense Breaks, ne? Und hoffentlich keine 15%. Irgendwie ist das gerade nicht so wild, was ich mache. Aber gut. Jetzt ist sie schon zu spät. Okay, das ist schon mal gut. Wenn jetzt irgendwie nicht Manon passiv 20 Mal reinkickt. Okay, tut es Gott sei Dank nicht. Wichtig war, dass wir den Eladrill auch bekommen haben, mit dem Kill, ne? Naja. So. Kali zwar nicht auf Crit Damage, aber ja, macht trotzdem 40k. Mehr als genug für Perna. Gut, noch mehr davon. Mann und Molly und Perna diesmal. Ja, mit Poseidon. Selbe Spiel wie gerade eigentlich halt nur. Defense Breaks wichtig. Dass man unseren Scheiß landen reduces und Manon Passive halt hoffentlich nicht komplett durchdreht. So. Galleon. Bitte fail nicht. Na gut. Dafür haben wir halt einen Revenge-Stun bekommen, ne? Okay. Trotzdem nicht übel. Solange die Molly down geht. Sehr gut. Okay. Scheiß auf Galleon, ha? Huh? Na gut, der Kollege Jarno, Sigil und Fermion. Hier mit Wind Panda. Ich habe ihm hier minus Dark Damage gegeben. Auf den anderen beiden habe ich irgendwie keine Wasserdinger mit minus Dark Damage, aber was soll's. Ja, Sigil wird wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen Damage machen, gehe ich irgendwie davon aus. Aber halt der richtig fette Damage-Dealer ist halt Fermion, wenn halt irgendwie Defense Break oben ist, ne? Plus zweiten Skill Nuke. Okay, Fermion wird gehackt. Okay. Dann lass dich halt irgendwie fokussen. So, ja, lass dritten Skill machen, warum nicht? Okay. Strip mein Defense Buff, ha? Okay, resettet mich zwar, aber kein Defense Break. Heal haben die ja nicht, ne? Außer halt von. Hör mir jetzt, aber der Ding hier keinen Bock, was zu machen. So. Okay. Provoked mich. Defense Break auf ihm, Defense Break auf uns. Nehmen wir mal kein Cleanse. Aber er sollte jetzt eh nicht zu viel Damage machen. Okay. Ja. Geh mal irgendwie gerade weiter für ihn. Bringt zwar nicht viel, aber hey. Okay, Fische wieder gehackt. Ja, komm, ha. Ist halt max nervig gerade, aber hey. Eh nichts Neues in dem Spiel. Okay, komm, lass mal irgendwie Call Mind machen, ha. Jesus. Ich will eigentlich den Fisch da killen. Aber das schafft man irgendwie nicht, wenn die permanent irgendwie Schild oben hat und hackt, ne? Okay, Revenge of Chandra. Okay, Defense Break ist oben. Gehen wir auf Chandra. Fermion provoked zwar alles, aber who cares? Landet wieder Defense Break auf meinem Pendo, ha? Huh? Okay, leider kein Defense Buff mehr. Jesus, ja. Also hätten die irgendwie Heal, glaube ich, würde man gerade ewig brauchen, aber. Ja, haben sie Gott sei Dank nicht. So. Können wir nicht finishen, jawohl.
So, Chandra Shield ist auch weg. Provoke mich jetzt nicht. Landet halt wieder Defense Break. So. Dugio Fermion. Ein bisschen mehr Schaden irgendwie machen. Chandra fällt ihm wirklich um. Okay. Ja. Hat ein bisschen gedauert, aber passt schon. Ich würde sagen, Chandra, Sickle und diesmal mit Fire Cassandra. Ja, Wusa Generica, dachte ich irgendwie. Ich hoffe, dass das irgendwie eine gute Idee ist. Ich weiß es nicht. Ja, gerne habe ich umgeruht und hier minus Fire Artifact Dingens. Ne? Dass uns hoffentlich die Cassandra irgendwie nicht one-shottet. Könnte irgendwie passieren, ne? Okay. Sickle gedurbt, das ist scheiße. Das ist nervig, aber okay. Ich würde sagen, wir resetten trotzdem die Cassandra. Ja, Rika kann halt nicht rausproppen. Aber gut. So. Glancing auf dich. Okay. Okay, okay, Wusser, beruhig dich. Hm? Okay, Abklingzeit erhöht. Na gut. Ist dann irgendwas? Okay, Double Stun, nice. So. Scheiß Husten. Oh mein Gott, der Wusser, hä? So. Ja, wir wecken trotzdem Chandra auf. Er wird dich gestunt. Nice. So. Lass dich irgendwie resetten. Schaut eh schon ganz gut aus. Ne? So, Damage of Chandra, weil Fisch hat irgendwie Schild oben. Okay. Schaut sehr gut aus. Die Feuer-Sandra finde ich auch gar nicht so übel. Ist irgendwie cool, ne? Ein Defense-Ignore halt auch. Aber, ja. Natürlich nur, wenn sie drankommt und nicht resettet wird. Okay, bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Irgendwie Triana, Manon und Juno, aber. Mir soll es recht sein, ja, Ballback Molon Team. Ja, nicht Ballback. Molon halt minus Wasser Damage, weil der wird halt eh gefokust gleich, ne? Wenn er sich halt selbst killt mit Reckless. Wir müssen halt Triana logischerweise erst fokussen. Wegen Passive und so, ne? Okay. Triana Teal raus. So, Cleanse oder irgendwas braucht man nicht. Wir haben eh schon 5 Stacks. Ja, nice. Bio braucht halt keiner. So, ich hoffe, dass keiner 15% gleich reinhauen. Okay, danke schön. So, wie gesagt, Molon wird halt jetzt gefokust. So, können wir da was klauen? Jo, können wir. Können wir was stunnen? Na, warum auch ist eh egal. Müssen wir eh nicht. So, wir gehen als nächstes dann auf Juno. Oh mein Gott, die beruhigt dich. Wenn ich einmal diese Vibrox kriegen würde, wirklich, wenn ich sie brauche, weißt du, ohne Spaß. Kommt eh nicht oft vor, aber ja. Na, Cookie gibt uns halt immer schön Stacks, wenn sie hier bufft. Und ja, selbst wenn irgendwie jetzt Molon down geht, glaube ich nicht, dass die beiden das dann irgendwie gewinnen würden. Abgesehen davon geht er eh nicht down. So. Machen wir sowas halt irgendwie auf dich schnell. Okay. Ja, eben schon wurscht. Ja, ein bisschen komische Defense, ganz ehrlich, aber. Naja. Soll mir recht sein. So. Erstes Skill killed, hoffentlich. Sehr gut. Na gut, sowas hier. Odin, Drake und Miles. Hier mit Lucian und Wind Demon. Ja. Ich habe den jetzt irgendwie nicht umgeruht, der ist halt immer so auf Vampire, so ein, ich glaube, Double HP Crit Damage Build, ja. so, wir outspeed, das ist gut. Ja, Odin sollte auf jeden Fall sterben, ich glaube nicht, dass er Lucian überlebt. Miles könnte überleben, aber sollte dann relativ low sein. Draco wird wahrscheinlich auch überleben, außer wir sind ultra lucky, okay. Nicht einmal Miles irgendwie überlebt. Draco irgendwie schon auch ein paar Mal gecrittet. Und der geht auch schon down. Na gut, was soll ich machen? Manon, Molly, Perna, jemand Wind, Panda, meinen eigenen Manon,
Windpanner hier minus Fire Damage, ne? Inferner, logisch. Mannen halt einfach, weil ich es kann, ne? Und Destroy Set. Und ja, zweite Elia. Einfach auch, weil ich es kann, ne? So, let's go. Okay, oh. Erste Proc schon. Wir können ja leider nichts gegen Mannen halt irgendwie machen, ne? Immunity und Defense Buff haben halt nichts zum Strippen. Ja, irgendwie würde ich sagen, ich fokus gerade irgendwie Molly so ein bisschen. Okay, Defense Break oben. Mit Perna killt sich eh selber und alles, ne? Okay. Also Immunity machen. Na, Boom Panda, ha? Jo, landet doch Defense Break. Was geht ab? Ich hasse das, wenn er das nicht macht, sag. Lass trotzdem immer Call Mindfield machen, ne? Okay. Vierten. Damage of Molly. So. Kann man killen, glaubst du, ha? Oh, schaut gut aus. Okay. Ja, ich weiß. Was würde ich ohne Windpanders machen, ne? Aber das Ding ist einfach, du musst halt mit dem arbeiten, was du halt hast, ne? Man baut halt keine Units, man baut halt Teams, ne? Copyright Barrier. 5 Jahre her oder so. So, kill mal den scheiß Vogel, so. Da ist er auch schon down, ne? Okay, Callmine brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Mein Cookie attackt den Panda halt eh nicht. So. Wird jetzt wahrscheinlich ewig lang dauern, bis wir das Cookie da killen, weil wir absolut keinen Schaden machen. Aber Cookie ist Gott sei Dank nicht auf Vampire. Oh. Das war gerade Mann. Ich spiele nebenbei WoW. Immer fertig hier. Was? Lebt immer noch das scheiß Cookie. Oh mein Gott, scheiß Auto, hör auf, kill. Okay. Dankeschön, ha. Na gut, nochmal Chandra, Sigrid und Fermion. Mit Wind Monkey, Riley und Kiki. Zwecks Abwechslung, das nicht immer heißt, ich mache dasselbe, ja, mit Monkey hier. Ich hoffe, ich bereue es nicht, ja. Weil sonst mache ich nie wieder dasselbe. Ja, minus Dark Damage, ne. Und Monkey und auf Dings da rumst und Kinky halt, ja, ein bisschen. Bisschen sehr YOLO, ha. Komm hier. Keine Ahnung. Machen wir lieber irgendwie sowas, hä? So. Okay. Wie auch immer das geht, ha? Bitte provoke ich jetzt wenigstens nicht. Ja, komm. Okay, Stun. Stun. Na gut, Riley, Proc. Nein. Okay, wurscht. Fermion gestunt. Bitte Proc nicht raus, Fermion. Oh mein Gott, hey, warum stunst du mich, Stun? Er crittet nicht. Okay, gestunt. Riley, kannst du bitte. Wie? Oh mein Gott. Danke. So, können wir finishen? Nein, weil wir critten nicht. Aber wir beigeproppen. Okay. Okay. Gut. Ja, lächerlich, ne? So. Aber er war gar nicht so übel, der Wind Monkey, ha? Huh? Ich meine, er kann halt nicht mithalten mit Wind Panda, aber egal. Hauptsache, wir haben nicht verloren. Er hat doch nicht die besten Runen. Ich habe ihm eigentlich ziemlich tanky gebaut, aber ja, passt schon. Na gut, Janus, Sigrid und Nikki mit Dominic, Riley, Lulu
Ja, Dominik hier, minus Wind, minus Dark. Richtig nice, ne? Wie gesagt, der Maldiven kann Heal. Das heißt, man muss halt nur ein bisschen überleben. Ja, Lulu auch irgendwie minus Wind, ein bisschen minus Dark. Ja, was Besseres habe ich nicht. Egal, muss reichen. Oh, ich liebe es, wenn das Teil irgendwie Turn 1 irgendwie derbt. Okay. Ja, das Ding ist, ich hab Riley ein anderes Set gegeben, das von Aaliyah. Normalerweise würde Riley zuerst drankommen, wenn ich das Riley-Set hätte. Aber ja. Achso, aber die haben ja diesmal Sustain hier, ne, mit Nikki. Okay. Checkbar wäre gut gewesen, ne? Okay, lass ihn die zweiten auf Dominik machen, ne? Zwecks Immunity, na gut, eh wurscht. Okay. Vajo, Vajo, Vajo. Diese scheiß Husterei, Alter, wirklich. Okay, jetzt könnt ihr mal wieder aufhören. Alle von denen haben gerade gevajo-prockt. So. Okay. Kill Lulu. Reicht leider nicht. So. Safety first. Ich glaube nicht, dass der Damage von Riley reichen würde für einen Kill. So. Gehen wir wieder auf dich. Ein Vajo von Dominik Berg. Cool. So, Immunity. Okay. Ein Proc, Junge. Brauchen wir nicht, gell? Warum auch? So. Niki sollte auch gleich sterben. The Greedy. Aber. Das ist wirklich. Irgendwer hat mich verseucht, wirklich. So. Okay, reicht's. Sehr gut. Na gut, letzte Tag hier. Molong, Better und Perner. Mit Evo, Arnold und Dingsterbums da. Ja, keine Ahnung, was das für Artefakte irgendwie sind, aber wurscht. Ja, ich hatte irgendwie überlegt, ob ich nicht Theo nehme, aber zwecks irgendwie so Abwechslung oder was halt, ne? Außerdem finde ich Evo recht cool. Bis ich dann irgendwie mit ihr spiele und sie dann einfach nichts macht, aber hey. So. Okay, Better Derbt. Lass irgendwie Damage auf Molong machen, hm? Okay, viel was. Lass den machen, falls er irgendwie zweiten macht. Okay, Reckless. Wir sollten. Du Bastard, hm? Aber. Hat gereicht. Ja, Riley habe ich hier minus Fire Damage, eh klar, ne? Ali kann halt irgendwie Burner unendlich tanken. So, boom, boom. Und weil wir mit Arnold gekillt haben im dritten, ist der dritte wieder ready. Und da ist der Molong auch schon wieder down. So. Boom, boom. Drei Dots, ha? So. Heal-Block. Okay, nice. So, unser Arnold sollte eh drankommen, das heißt, weil wir gerade mit dem dritten Skill wieder Molong gekillt haben, ist der dritte Skill wieder ready. Und weil wir mit dem dritten Skill gerade Better gekillt haben, wisst ihr Bescheid, ne? So, falls wir überhaupt noch drankommen, ha? Okay, schaut aber gut aus. Das heißt, irgendwie was. Triple, was? Ist nicht ready? Okay, Perner, glaube ich, zählt nicht oder so, gell? Egal! Auf jeden Fall. War das nicht mein letzter Attack? Müsste da nicht irgendwie sowas stehen von wegen 10 Wins? Jo, da steht irgendwas von 10 Wins, okay. Na gut, ja. 1.13 Uhr in der Nacht, so schaut's aus. Ja, sinnvoll wieder gewinnen. Ne?
Wie halt Platz 2. Ja. Overpower das Emoji hier. Keine Ahnung, was das sein soll. Egal. Ja. Hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.